Hallo, meine RPG-Maker-begeisterten Freunde. Ich habe mal wieder was richtig Spannendes für euch. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donif204 und ich habe wirklich was Spannendes für euch. Wirklich, Leute, wirklich. Es ist kein Spaß. Wirklich. Ich weiß selber noch nicht so genau, was jetzt hier so auf mich zukommt. Aber schaut euch das Video auf jeden Fall an. Es geht um das Community-Event. Um das nächste, was wir jetzt starten werden, ich und Speedy. Und da drücke ich jetzt mal auf neues Spiel. Ich soll dieses Spiel zeigen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich weiß es selber nicht. Also ich bin genauso ahnungslos wie ihr. Auf jeden Fall soll ich das zeigen, wurde mir gesagt. Also mache ich das jetzt einfach mal. Ich drücke jetzt auf neues Spiel, auf Spiel, ihr neues Spiel. Da habe ich es drauf gedrückt. Okay. Und von Speedy Underwood. Nach einer sehr langen Reise erreicht unser Held Donif204 endlich das Ziel. Ja, das stimmt. Nein, ich habe noch lange nicht mein Ziel erreicht, aber egal. Wir müssen weitermachen. Das anstrengende erste Community-Event ist zu Ende und nun kann er sich seiner wohlverdienten Freizeit widmen. Naja, nicht ganz, aber das klären wir ein andermal. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donif204. Lol. Lol, okay, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, Speedy. Okay. Okay, das war die schlechteste Lache, die ich je gehört habe. Oh nein. Kennst du mich noch? Ja, du warst unbesiegbar. Klar kenne ich dich noch. Ich dachte, ich hätte dich gelöscht. Wie lächerlich. Wie du wissen solltest, bin ich unbesiegbar. Oh. Altarwächter, der unbesiegbare Boss, mischt nun mit. Wie hast du? Wer mich durch Cheaten besiegt, der stärkt dadurch nur meine Macht. Cheaten, das war kein Cheaten. Ey, Leute, das war fair. Das war kein Cheat, okay? Mich kannst du nur ehrlich und fair besiegen. Du bist doch selbst unfair und verbuggt. Genau. Das mag sein. Aber welcher Boss kämpft schon immer fair? Es ist also Zeit für eine Revanche! Moment. Wow. Chill, Bro. Chill. Nach dem ganzen Community-Event habe ich keine Lust, noch einmal gegen dich zu kämpfen. Wirklich nicht, Leute. Leute, echt nicht. Echt nicht. Nein. Aber ich bin zum Kämpfen programmiert. Jetzt warte doch mal. Wie wäre es mit einer kleinen Pause. Eine Pause? Das klingt so seltsam. So seltsam fremd. Ich habe viel mehr Lust, dich in Stücke zu reißen. Das ist mir zu blöd. Aber. Kein Aber. Wir machen einen Deal. Das klingt vernünftig, Leute. Das klingt nach mir. Ich würde auch einen Deal machen. Aber wie sagt man so schön, don't deal with the devil? Gut, es ist nicht der Teufel in dem Fall, sondern der Tod, aber naja, man sollte vielleicht trotzdem nicht dealen. Ein Deal? Ja, pass auf. Ich lade dich ein, beim nächsten Community-Event in der Jury zu sitzen, ganz exklusiv. Dann siehst du selbst einmal, wie anstrengend das ist. In einer Jury könnte ich ja richtig für Chaos sorgen. Das klingt nach einem großen Spaß. War das jetzt ein Ja? Und dafür kämpfen wir nicht noch einmal gegeneinander? Okay, Bro? Ist das der Deal? Ich habe aber Bedingungen. Kommt darauf an. Ich wäre nicht so verbuggt gewesen, wenn mein Schöpfer mehr Zeit gehabt hätte. Ja, das ist ein Argument, Bro.
Das ist ein Argument. Deswegen fordere ich mehr Zeit. Das passt gut, denke ich. Ja, mehr Zeit ist gut. Ja. Wie wäre es dann im neuen Jahr? Perfekt! Außerdem konnten sich viele Projekte im ersten Community-Event gar nicht richtig entfalten. Da fordere ich auch mehr Zeit. Ach, noch mehr Zeit? Also mehr Zeit zum Arbeiten und mehr Zeit für die Spiele? Okay. Oh, puh. Also die Länge der Projekte sollte erhöht werden? Ja! Sonst haben wir keinen Deal. Okay, machen wir. Wie wäre es mit einer vollen maximal 3 Stunden? Maximal! Genau das wollte ich auch gerade sagen. Und mindestens 30 Minuten. Wobei, beim letzten Community-Event hatten, glaube ich, alle die 30 Minuten voll. Also selbst die kürzesten Projekte. Die 30 Minuten, die erreicht ihr bei mir eigentlich immer. Da braucht ihr keine Angst haben. Okay, klingt nicht schlecht. Na, dann sind wir uns ja einig. Alles, was länger ist, wird disqualifiziert und vernichtet. Okay. Toll. Ja, toll. Ich habe auch schon eine Idee fürs Thema. Halloween. Was? Halloween ist gruselig. Die Toten stehen wieder auf. Es gibt Chaos, Streiche, Verkleidung, Gemeinheiten. Außerdem bin ich der Tod. Guck mich an. Und vor allem kann man Leute erschrecken. Was? Halloween ist schon längst vorbei, Bro. Mensch, guck auf den Kalender. Oh. Ach, ist doch egal. Chaos geht immer. Und was ist mit Weihnachten? Was soll damit sein? Das kommt als nächstes und wäre noch nicht vorbei. Das ist logisch. Ja, das klingt plausibel. Bah, Weihnachten. Fröhlichkeit, Familienliebe, Milch, Kekse, Geschenke. Ich mag den Kerl mit dem Stock zum Kinderschlagen viel lieber. Was? Was lese ich da eigentlich gerade? Okay, weiter im Text. Du bist durch und durch das pure Böse. Oder? Hm. Ja, manchmal schon. Ja, so kann man es sagen. Und darauf bin ich auch stolz. Und du willst echt bei dem Halloween bleiben? Ja! Okay, dann machen wir doch beides. Beides? Ja, das ist genial. Die Leute können selbst entscheiden, ob sie ein Projekt mit Halloween oder Weihnachtsthema machen. Das klingt nach Spaß. Wetten? Mein Thema ist öfter dabei. Also, ich wette dagegen. Aber wenn wir schon auf 3 Stunden Spielzeit erhöhen, ja, dann sollten wir auch 3 Themen haben. Da bin ich auch dafür. Ja, doch. Bitte was? Nein, ich bin dafür. Leute, ich bin dafür. Ich bin dafür. Ja, wir haben das coole, gruselige Halloween. Ja. Das fröhliche und langweilige Weihnachten. Ja. Mhm. Da fehlt noch was mit Feuer und Explosion. Wie kommst du jetzt auf Explosion? Chaos macht Spaß. Oh, was? Silvester. Es ist schön, gefährlich, hat Feuer und Explosion und passt in die Reihenfolge. Stimmt. Das kann man so machen. Also, ihr Community-Würmer. Community-Event Nummer 2 steht in den Startlöchern. Das Thema ist Halloween, Weihnachten oder Silvester. Oder von mir aus auch alles zusammen. Ich liebe Chaos. Das Projekt kann dieses Mal dank mir, Bro, alles klar, maximal 3 Stunden gehen. Sollte aber nicht länger als 30 Minuten sein.
Mindestens, sollte mindestens 30 Minuten, sorry Leute, ich bin gerade etwas verwirrt gewesen. Sorry, sollte mindestens 30 Minuten gehen, mindestens, okay. Also mindestens 30 Minuten, maximal 3 Stunden, okay, okay. Sonst werde ich es disqualifizieren und löschen. Einsendeschluss ist irgendwann im neuen Jahr. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es gelten dieselben Regeln wie immer. Wie immer? Das ist das zweite Mal. Mehr oder weniger, ja. Außerdem gibt es ein paar neue Regeln. Ja, die Leute wissen schon, wie ich das meine. Glaube ich nicht. Menschen sind dumm. Naja. Also wenn ich mich so angucke und ich bin ein Mensch, ja, ich kann bestätigen, ich habe, glaube ich, eine Stunde gegen dich gekämpft, ohne zu begreifen, dass du verbuggt bist. Also ich bin ziemlich dumm. Ja, Menschen sind dumm. Ich stimme dir zu. Ja, wie dem auch sei. Preise! Was? Es wird wieder Preise geben. Und wer zahlt das? Mir doch egal. Es gibt Preise und so weiter. Aber bla 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 bla, ich höre dich nicht. Das hätte ich vielleicht anders rüberbringen sollen. So wie bla 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 bla, ich höre dich nicht. Ah, ist egal. Ich bin kein Synchronsprecher, Leute. Okay, nehmt mir das nicht übel. So, es ist alles gesagt. Wir haben noch gar nicht... Wir haben alles gesagt. PS, die Textboxen sind von Galfs RPG Maker Script und Plugins. Bye! Hey! Das war's! Ich hoffe, dass das alles halbwegs geklappt hat mit der Aufnahme. Ich habe nämlich jetzt länger nichts aufgenommen. Werde ich jetzt auf jeden Fall die Tage wieder ändern. Ich hatte jetzt ein bisschen Stress, aber das kommen wir ein andermal zu, das zu klären. Ich sage an dieser Stelle Tschüsseli und ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude am nächsten Community-Event. Und ihr könnt euch ja mal Gedanken machen über die Themen. Halloween, Weihnachten, Silvester. Beziehungsweise ein Mix aus allem ist natürlich auch möglich. Maximal 3 Stunden, mindestens 30 Minuten. Aber die 30 Minuten kriegen wir auf jeden Fall voll. Also da braucht ihr eigentlich keine Gedanken machen. Maximal 3 Stunden. Aber 3 Stunden Streamzeit. Das heißt, mit Vorlesen der Dialoge, mit vielleicht nicht direkt sofort den Weg finden oder vielleicht irgendwo hängen bleiben etc. Und auch mit Chat etc. pp. Also, dass ich auch auf den Chat eingehe etc. Also, rechnet vielleicht lieber nur mit 2 bis 2,5 Spielstunden, wenn ihr das normal durchspielt. Und rechnet für mich eine halbe bis eine ganze Stunde drauf für alles drumherum. Das Klimperborium. Also das Klimbim, so wie gesagt, mit dem Chat quatschen etc. Gut, das war's soweit von mir. Ich sag an der Stelle Tschüsseli und ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Ich werde sie gleich nochmal prüfen. Und wenn nicht, habe ich ein Problem und muss es nochmal neu machen. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und seid beim nächsten Community-Event auch mit dabei. Wie beim letzten. War ja auch cool. Tschüsseli.